Was es nicht alles gibt. Der Angeklagte hat sein Geld in den Arsch geblasen bekommen. Und dafür kriegt er jetzt 2,5 Jahre Haft. So lautet das Urteil, das heute das Amtsgericht Korbach gegen diesen Mann verhängt hat. Er hatte nämlich behauptet, dass er ein Trauma erlitten hätte, nachdem er als Ersthelfer nach der Amokfahrt in Volkmarsen vor Ort geholfen habe. Stattdessen war er nicht mal da. Der Betrug flog auf und er muss dafür jetzt ins Gefängnis. Alles, was ihr zu diesem Fall wissen müsst, heute in Das Thema, euren exklusiven News der Hessenschau. Gewerbsmäßiger Betrug, so lautet die Anklage. Und die brachte ihm jetzt Gefängnis ein. Denn 16.500 Euro Verletzten- und Krankengeld und 30.000 Euro von der Unfallkasse hat Thorsten K. sich damit erschlichen, zu behaupten, dass er seit 2020 an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Weil er bei der Amokfahrt am Rosenmontagszug in Volkmarsen vor Ort gewesen sei und geholfen habe. Alles erfunden, wie diese Zeugin heute vor Gericht bestätigt. Er hat mit uns kontaktiert. Der hat Rosenmontags uns angeschrieben, ob wir gewusst hätten, was in Volkmarsen passiert ist. Und da war ganz viel Tatütata und alles drum und dran. Aber er sitzt hier zu Hause und guckt da seine Rosenmontagsumzüge. Ja, und dann fing er gleich schon an zu recherchieren und hat dann geguckt, wie er am besten was machen kann. Er hat ja schon am selben Tag schon Antrag gestellt. Die Richterin sah es am Montag in ihrem Urteil als erwiesen an, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Amokfahrt, die fast 90 Verletzte forderte, in seiner Wohnung war. Von der Tat habe er über die Medien erfahren und sie als eine Chance gesehen, um abzukassieren. Die Tat, die eigentlich dahinter stand, nämlich dass er versucht hat, aus dieser schrecklichen Amokfahrt in Volkmarsen für sich Profit in Form dieser Zahlungen, die er erlangt hat, zu erlangen. Insbesondere, wenn man sieht, dass er über einen langen Zeitraum hinweg auch die Hilfe von Opferschutzeinrichtungen in Anspruch genommen hat und vielleicht dadurch anderen Opfern die Möglichkeit nicht gegeben hat, dieses zu dieser Zeit auch gebraucht hätten. Rückblick, Februar 2020. Der damals 29 Jahre alte Maurice P. umfährt die Absperrung für den Rosenmontagsumzug in Volkmarsen. Danach beschleunigt er sein Fahrzeug auf mindestens 50 km/h und fährt ungebremst in den Rosenmontagszug hinein. Durch drei Karnevalsgruppen. Fast 90 Teilnehmer werden zum Teil schwer verletzt, unter ihnen viele Kinder. Die Leute sind umgeflogen wie Papier halt. Ein paar Sekunden Totenstille und dann haben alle geschrien. Es macht einem halt schon Angst. Ne? Man kommt hier, um glücklich zu feiern und dann passiert halt sowas. Es ist schrecklich und unfassbar, was hier passiert ist. Das Landgericht Kassel hat den Amokfahrer im Dezember 2021 unter anderem wegen 89-fachen versuchten Mordes und 88-facher schwerer Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem stellt es dabei die besondere Schwere der Schuld fest. Zu seinem Motiv schweigt Maurice P. Zurück nach Korbach. Zum Tatzeitpunkt war Thorsten K. wegen eines anderen Betrugsvergehens bereits auf Bewährung. Plädoyers und Urteil zu diesem Verfahren waren ursprünglich bereits am vergangenen Dienstag erwartet worden. Doch der Angeklagte war nicht zur Verhandlung erschienen. Bereits zum Prozessauftakt vor drei Wochen war er der Verhandlung unentschuldigt ferngeblieben und auf Anordnung der Richterin von der Polizei zwangsweise vorgeführt worden. Und heute wurde dann auch das Urteil gesprochen. Still, ja nahezu verbittert, saß Thorsten K. heute auf der Anklagebank. Lange hatte er seine Geschichte aufrechterhalten können, bis zu dem Zeitpunkt, als die Richterin ihm sagte, dass er bis zu 4 Jahre ins Gefängnis gehen könne. Er entschuldigte sich, er gestand und er sagte, er habe gelogen. Die Staatsanwältin ist froh über das Geständnis. Letztlich bin ich sehr dankbar, dass er es gestanden hat. Für ihn selbst ist es vielleicht auch eine Erleichterung zu diesem Zeitpunkt gewesen, das mutmaße ich nur. Trotzdem gehört sicher ein Stück Zivilcourage und Mut dazu, zu diesem Stand des Verfahrens mit der Presse hinten im Raum ein Geständnis noch abzulegen. Seine Strafe hat er heute bekommen. Erstmal aber nur vorläufig, denn noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Was sagt ihr zu dem Fall? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns für weitere exklusive News aus Hessen gerne ein Abo da.